Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem kleinen Mini-Vlog. Ich wollte euch einen Büchermarkt zeigen, den ich heute besucht habe. Wir sind jetzt mittlerweile wieder zu Hause, daher quasi moderiere ich das Video an, bevor es losgeht, wenn das irgendwie Sinn macht. Ich wollte euch zeigen, wo wir waren. Und zwar heißt der kleine Ort Rasfeld. Es ist ein wunderschöner Ort mit einem ganz, ganz tollen Wasserschloss, auf dem geheiratet werden kann und auf dem ganz tolle Feste stattfinden, Weihnachtsmärkte und Co. Und jetzt gibt es dort eben einen großen Büchermarkt. Und ich habe gedacht, ich nehme euch da ein bisschen mit und zeige euch mal das Örtchen und den tollen Büchermarkt und natürlich auch meine Ausbeute von diesem. Viel Spaß! Nein, das, was die Statue in der Hand hat. Kappes. Das ist Kappes. Weißkohl. Thank you.
ich hoffe, es hat euch gefallen, der kleine Einblick in diesen süßen kleinen Ort. Der ist nicht weit weg von uns. Wir müssen ungefähr 20 Minuten fahren, dann sind wir da. Und ich genieße es immer sehr, wenn ich da bin. Generell gehen wir einfach auch gerne da an diesem Schloss spazieren und freuen uns daran. Und ich habe dieses Mal auch nur ein Buch gekauft. Ich war total standhaft, weil ich diesen Monat nämlich schon so viel zugeschlagen habe, dass ich gedacht habe, nee, mach jetzt mal Stopp. Und ich habe eins gekauft, was ich tatsächlich schon gelesen habe, weil es aber bei mir nicht im Bücherschrank steht, sondern es ein geliehenes Buch war, das ich sehr, sehr gerne nochmal lesen möchte irgendwann, habe ich mir Den Drachenläufer gekauft von Kalle Tosini. Ein wunderschönes Buch über die Geschichte in Afghanistan, was mir das Land näher gebracht hat, was mir die Leute näher gebracht hat und was ich wirklich, wirklich gut empfehlen kann, wenn man mal in eine andere Kultur abtauchen möchte und wenn man den Streit in Afghanistan zwischen den verschiedenen Nationalitäten und Religionen mal ein bisschen besser beleuchten möchte, ein bisschen verstehen möchte. Dann empfehle ich euch sehr den Drachenläufer. Es geht nämlich nach 1975 nach Kabul und es geht um den kleinen Amir, der ist 12 Jahre alt, der mit seinem besten Freund Hassan einen Wettbewerb mitmachen möchte, nämlich es gibt so einen Drachensteige-Wettbewerb. Es ist so ein großes Fest da in Kabul. Hunderte Drachen steigen in die Luft und die zwei möchten halt gerne mitmachen. Es gibt da eben auch Gewinne, die man gewinnen kann und so weiter. Hassans Vater ist der Diener von Amirs Vater, was natürlich schon per se in der Erwachsenenwelt Probleme mit sich bringt, die zwei Jungs aber gar nicht miteinander haben. So, und die haben eine sehr, sehr tiefe Freundschaft und diese wird auf eine sehr bedrückende Art und Weise verraten, diese Freundschaft. Und die zwei Jungs müssen sich ihrer Religion, ihrer Nationalität stellen. Und dann erleben wir den erwachsenen Amir viele Jahre später, der im Ausland mittlerweile gelebt hat und zurück nach Kabul geht, um eine lang bestehende Schuld zu tilgen. Genau. Ja, es geht halt um die beiden Jungs, die Väter, Liebe, Lügen, Trennung und Wiedergutmachung. Und es geht halt eben um die Kultur in Afghanistan. Und ich kann es sehr empfehlen, habe es auch wirklich super gern gelesen. Es ist ein Buch, was mir eigentlich für immer im Gedächtnis bleiben wird, denke ich, weil es so tiefgründig und einen einfach so tief in diese afghanische Geschichte eintauchen lässt. Und das eben über die zwei wunderbaren Jungs. Und daher, falls ihr den Drachenläufer nicht kennt, große Empfehlung. Ich hoffe sehr, dass euch dieser kleine Vlog nach Rasfeld gefallen hat und ihr ein bisschen Freude hattet, mich beim Büchershoppen zu begleiten. Ich denke, dieser Markt findet häufiger statt, dass ich da immer wieder auch mal vorbeischauen werde. Das jetzt war mein erstes Mal dort. Und ich finde einfach das mittelalterliche Ambiente dieser Wasserburg und dieses Schloss Innenhofes finde ich unheimlich schön. Und diese kleinen Gässchen und Sträßchen mit dem Kunsthandwerk. Von daher, wir haben es sehr genossen. Wir waren ja als Familie da, wie ihr gesehen habt. Und ich freue mich, dass ihr mit dabei wart und ich freue mich aufs nächste Video. Bis bald, meine Lieben. Tschüss!